Lukas Kapitel 9 beginnt damit, dass Jesus seine 12 Apostel aussendet, allein in Dörfer zu gehen und dort von ihm zu erzählen. Und diese Geschichte zeige ich euch wieder als Bibelcartoon. Diese 12 schickte er jeweils zu zweit auf eine Reise. Nehmt nichts mit, weder Geld noch Kleidung. Geht in alle möglichen Städte und Dörfer in Israel und erzählt den Menschen, was ich euch beigebracht habe, dass Gottes Königreich begonnen hat. Ich gebe euch die Kraft, Menschen von ihren Krankheiten zu heilen und von bösen Geistern zu befreien. Bleibt in den Städten, in denen man euch freundlich aufnimmt. Wenn euch eine Stadt nicht will, geht einfach weiter in die nächste. So machten sich die 12 Apostel auf den Weg. Überall, wo sie hinkamen, heilten sie Kranke, vertrieben böse Geister und erzählten von Gottes Königreich. Als sie zu Jesus zurückkamen, waren sie begeistert. Sie erzählten ihm, was alles passiert war. Jesus freute sich mit ihnen, aber er sagte ihnen auch: Freut euch viel mehr darüber, dass ihr selbst zu Gott gefunden habt und durch mich ewiges Leben haben werdet. Danach erfahren wir mehr von Johannes dem Täufer, wie es mit ihm weitergeht, und das möchte ich euch jetzt aus der Volksbibel vorlesen. Herodes, der König von Galiläa, bekam es mit der Angst, als er die Story über Jesus hörte. Der Grund dafür war, dass einige behaupteten, Jesus sei der Geist von Johannes. Er wäre jetzt zurückgekommen, um sich an Herodes zu rächen. Ein anderes Gerücht war, dass er der alte Elia sei oder irgendein anderer großer Prophetentyp, der wieder lebendig geworden war. Herodes sagte dazu: Johannes habe ich höchstpersönlich den Kopf abschlagen lassen. Was ist das jetzt wieder für ein Mann, von dem ich solche seltsamen Dinge höre? Er wollte Jesus deswegen unbedingt einmal kennenlernen. Nach dieser kurzen Erklärung, was Herodes, der Herrscher, gerade tut, geht die Geschichte weiter, die Jünger kommen zurück, viele Leute versammeln sich, um Jesus zu hören, und jetzt kommt die Geschichte der Speisung der 5000 wieder als Bibelcartoon. Eines Tages predigte Jesus öffentlich zu sehr vielen Menschen. Als es Abend wurde, machte er eine kurze Pause und redete mit seinen Freunden, den Jüngern. Er fragte die Jünger: Die Leute brauchen etwas zu essen. Lasst uns ihnen Essen geben. Die Jünger überlegten: Hier sind über 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder. Wir könnten Brot kaufen, aber das würde ein Vermögen kosten. Es wäre wohl besser, die Leute wegzuschicken. Da kam einer der Jünger mit einem Jungen an, den er gefunden hatte. Dieser Junge hatte noch 5 kleine Brote und 2 kleine Fische. Okay, sagte Jesus. Er nahm das Brot und die Fische, dankte Gott dafür und sagte seinen Jüngern, dass sie es verteilen sollten. Das taten sie. Erstaunlicherweise wurden die Brote und Fische nicht alle, und jeder, der da war, wurde satt. Danach sammelten die Jünger die Reste, die übrig geblieben waren, ein. Es waren 12 Körbe Brot übrig geblieben, obwohl jeder gegessen hatte. Nach diesem Wunder glaubten viele, dass Jesus wirklich von Gott geschickt worden war. Direkt nach dieser Begebenheit gibt es noch ein paar Gespräche zwischen Jesus und den Jüngern, und diese zeige ich euch wieder als Bibelcartoon. Eines Tages war Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, allein. Er fragte sie: Was erzählen die Leute über mich? Was glauben sie, wer ich bin? Einige denken, du bist Johannes, der Täufer. Johannes war ein Mann, der in der Wüste Menschen dazu aufrief, ihr Leben zu ändern und Gott zu gehorchen. Einige sagen, du wärst Elia oder Jeremia oder ein anderer Prophet. Die Propheten waren Menschen, die Gott besonders gut hören konnten und anderen von ihm erzählten. Jesus fragte Petrus: Und was glaubst du? Wer bin ich? Du bist der Retter, den Gott uns schon lange versprochen hat, der Messias. Jesus war beeindruckt, dass Petrus das erkannt hatte. Das konntest du nicht von dir aus wissen,
Gott selbst hat es dir durch seinen Heiligen Geist klar werden lassen. Danach bat Jesus seine Freunde, keinem zu erzählen, wer er wirklich war. Jesus erzählte seinen Freunden, den Jüngern, dass er bald umgebracht werden würde. Petrus sagte: Nein, Jesus, das werden wir nicht zulassen. Jesus wies ihn zurück: Sei ruhig. Was du sagst, sind menschliche Gedanken und nicht von Gott. Halte mich nicht auf, ihm zu gehorchen. Er erklärte den Jüngern: Wer mir folgen will, darf sich selbst nicht so wichtig nehmen. Ihr müsst jeden Tag das tun, was Gott euch aufträgt, auch wenn es nicht einfach ist und ihr auf Sachen verzichten müsst. Wer sein Leben versucht zu retten, wird es verlieren. Wer aber bereit ist, alles für mich aufzugeben, wird am Ende das Leben gewinnen. Was bringt es dir denn, wenn dir die ganze Welt gehört, du aber deine Seele verlierst, ewig an einem schrecklichen Ort sein musst, in der Hölle? Ich muss zwar die Erde verlassen und zu Gott, meinem Vater, zurückgehen, in den Himmel. Dort werde ich aber auf euch warten, bis auch ihr an diesen wunderbaren Ort kommen werdet. Dann nimmt Jesus ein paar seiner Apostel mit auf einen Berg, und was dort passiert, zeige ich euch jetzt. Eines Tages ging Jesus mit seinen Freunden Petrus, Jakobus und Johannes auf einen Berg. Als sie weit oben angekommen waren, begann sich Jesus plötzlich zu verwandeln. Sein Gesicht fing an, hell zu strahlen wie die Sonne, und auch seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal tauchten Moses und Elia auf. Das sind sehr wichtige Personen, die viele Jahrhunderte vor Jesus gelebt hatten und die Menschen damals geleitet und ihnen von Gott erzählt hatten. Jesus unterhielt sich mit ihnen. Als Petrus sah, was da passierte, war er begeistert. Jesus, lass uns alle hier bleiben. Ich werde gleich drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er war noch nicht ganz fertig mit seinem Vorschlag, da kam eine Wolke und verdeckte ihre Sicht. Gleichzeitig hörten sie eine Stimme, die sagte: Das ist mein Sohn, den ich liebe und mit dem ich sehr zufrieden bin. Hört auf das, was er euch sagt. Danach verschwand die Wolke wieder. Moses und Elia waren verschwunden und Jesus sah wieder ganz normal aus. Als nächstes folgt eine Geschichte von einem Jungen und einem Dämonen, die dann direkt passiert, als Jesus mit seinen Aposteln vom Berg zurückkommt. Und die seht ihr hier. Eines Tages brachte ein Mann seinen Sohn zu Jesu Freunden, den Jüngern. Der Sohn wurde von einem bösen Geist, einem Dämonen, beherrscht. Durch den Dämon hatte er epileptische Anfälle. Er fiel auf den Boden, zitterte und weißer Schaum kam aus seinem Mund. Die Jünger versuchten, dem Dämon zu befehlen zu gehen, aber waren erfolglos. Also brachten sie den Jungen zu Jesus. Jesus war frustriert. Ihr ungläubigen Menschen, wie lange muss ich denn noch hier sein, bis ihr endlich auf mich vertraut? Dann befahl er, dem Dämon zu gehen, und der Junge war augenblicklich frei. Später fragten die Jünger Jesus, warum sie den Dämonen nicht austreiben konnten. Jesus antwortete: Weil euer Vertrauen zu klein ist. Wenn es nur so groß wie ein Senfkorn wäre, könntet ihr dem Berg dort drüben sagen, er solle sich woanders hinbewegen, und er würde es tun. Nichts wird euch unmöglich sein, wenn ihr auf mich vertraut. Anschließend erklärt Jesus seinen Jüngern noch etwas, und was er da genau sagt, möchte ich euch wieder aus der Volksbibel vorlesen. Nehmt euch das bitte zu Herzen, was ich euch jetzt sage. Der Auserwählte wird angezeigt, verraten und an die Behörden ausgeliefert werden. Seine Jungs kapierten das nicht ganz, wollten aber nicht blöd dastehen, darum fragte keiner nochmal nach. Danach erklärt Jesus den Jüngern noch eine kurze Sache, die ich euch auch wieder als Bibelcartoon zeigen will. Einmal stritten sich die Freunde von Jesus, die Jünger. Wer von uns wird wohl in Gottes neuem Königreich der Wichtigste sein? Bestimmt ich, weil ich immer sofort bereit bin, alles für Jesus zu tun. Nein, bestimmt ich, weil er gesagt hat, dass er mich besonders lieb hat. Ach Quatsch, bestimmt ich, weil ich mal genau wissen will, wie er die Dinge meint.
Was meint ihr, warum er mir die Verantwortung über unsere Finanzen anvertraut hat? Bestimmt, weil er mir besonders vertraut. Jesus bekam das mit und rief sie deshalb zu sich. Als sie versammelt waren, holte er ein kleines Kind zu sich. So, sagte er, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie dieses Kind, wird keiner von euch überhaupt in Gottes Königreich kommen. Wer von euch der Wichtigste sein will, soll sich so klein machen wie ein Kind und alle anderen höher schätzen als sich selbst. Wer ein Kind aufnimmt, weil er mich liebt, der nimmt auch mich auf. Einmal kam Johannes ganz aufgeregt zu Jesus. Jesus, wir haben heute jemanden getroffen, der in deinem Namen Menschen von bösen Geistern befreit. Sollen wir ihm sagen, dass er das lassen soll? Nein, entgegnete Jesus. Er tut ja nichts Böses. Und wer nicht gegen uns ist, ist auf unserer Seite. Wer euch oder irgendwem, der zu mir gehört, etwas Gutes tut, wird von Gott dafür belohnt werden. Was Jesus dann erklärt, lese ich jetzt wieder direkt aus der Volksbibel vor. Langsam kam der Zeitpunkt immer näher, wo Jesus wieder zurück zu Gott sollte. Darum schlug Jesus jetzt fest entschlossen die Route in Richtung Jerusalem ein. Auf dem Weg schickte er jemand vor, der schon mal einen Pennplatz auf der Strecke in dem Dorf der Samariter klar machen sollte. Weil Jesus nur auf der Durchreise in Richtung Jerusalem war, hatten die Vermieter aber überall keinen Bock auf ihn und seine Schüler. Als Jakobus und Johannes das mitkriegten, kamen beide voll aggromäßig drauf. Jesus, sollen wir nicht ein paar Brandbomben vom Himmel beten und hier alles abfackeln? Jesus schimpfte sie für diesen Spruch sehr aus. Hallo? Habt ihr schon wieder vergessen, wie ihr in solchen Sachen drauf sein sollt? Ich bin nicht hier, um Leute kaputt zu machen, sondern um sie zu heilen. Schließlich zogen sie weiter in ein anderes Dorf. Als Abschluss von Kapitel 9 erklärt Jesus den Jüngern noch etwas zu den Kosten der Nachfolge und das sehen wir wieder als Bibelcartoon. Es kamen öfters Menschen zu Jesus, die mit ihm gehen wollten. Jesus warnte sie dann. Sogar Füchse haben Höhlen und Vögelnester. Ich aber weiß nicht, wo ich morgen schlafen werde. Bist du bereit, so zu leben? Ein anderer wollte mit Jesus gehen, wollte aber zuvor noch seinen Vater beerdigen. Lass die Toten beerdigen, forderte ihn Jesus auf, und komm jetzt gleich mit mir. Ein dritter wollte erst noch einmal nach Hause gehen und sich ausgiebig verabschieden. Fang nicht an, die Schubkarre anzuschieben und lass dann los, bevor du angekommen bist, forderte Jesus ihn auf. Geh jetzt mit mir. Jesus forderte alle seine Freunde, die Jünger, auf, alles zurückzulassen. Verwandtschaft, Familie, ihre Arbeit, ihr Zuhause, ihr Geld und sich ganz für ihn zu entscheiden und mit ihm zu gehen. Das war Kapitel 9 von Lukas. Wir sehen uns im nächsten Video.